Ein gelber Bildschirm. Ein riesengroßer Smiley. Ja, und damit sage ich jetzt schon mal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Enter the Gungeon. Und wir ganze, ja, wir spielen das auf der PS4. Wir hätten es auch schon auf Steam mal anzocken können. Dafür gab es das ja auch schon mal. Aber ich habe mich dann doch für die PlayStation entschieden, weil ich auch so ein kleiner Trophäenjäger bin. Und warum denn nicht auch hier ein bisschen sammeln? Ja, von Dodge Roll kommt das Ganze. Wir könnten jetzt mit dem Dreiecks-Button schnell starten, machen wir aber nicht. Devolver Digital. In der ganzen Galaxis wird eine Legende erzählt. Auf einem fernen Planeten stand eine düstere Festung. Übrigens sehr witzig, dass die keine Üs, Äs und so weiter haben. Bis eine tödliche Kraft den Himmel durchschlug und auf die Burg niederging. Auch geil. Da kam also eine riesengroße Patrone nach unten gepfeffert und der Turm war weg. Der Ort wurde verwüstet. Doch in seiner Asche ruht ein Artefakt von unglaublicher Macht. Die Macht des Triforce. Nein, natürlich nicht, das ist Zelda. Eine Waffe, die Vergangenheit abschießen kann. Das ist ja wirklich witzig, dass sie hier diese speziellen Buchstaben nicht eintickern konnten. Im Laufe der Zeit wurde die Festung wiederhergestellt. Direkt auf der Patronenhülse. Und manche riskieren alles für die Chance, die Waffe abzufeuern. Aber warum? Ja, um sie zu finden und Vergangenes ungeschehen zu machen. Was ist Folgendes nötig? Ja, was ist denn nötig? Ich habe keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall Enter the Gungeon und es geht auch schon direkt rein ins Getümmel. Ja, was machen wir? Wir spielen erstmal den Marinesoldaten. Zur kleinen Einführung, wir haben hier vier Charakterklassen, mit denen wir spielen können. Ne, wir haben hier also einen, der aussieht wie Handsome Jack. Das ist der Kollege hier. Das ist dann der Pilot. Wollen wir wechseln? Nein, wollen wir nicht. Dann haben wir hier noch eine Person. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Wir können da mal kurz wechseln. Das ist die. Oh, der Name steht nicht da. Schade, keine Ahnung. Naja, dann wechseln wir wieder zurück auf den Marinesoldaten. Und hier ist nochmal die Jägerin. Ach so, das wird angezeigt, wenn wir lange drauf drücken. Okay, die Strafgefangene. Ja, alle vier Charaktere haben erstmal von vornherein etwas Spezielles. Immer eine Waffe, die unendlich Munition hat. Der hat jetzt hier so ein cooles Walkie-Talkie. Wenn wir im Dungeon eine neue Waffe finden, können wir einmal völlig umsonst und gratis unsere Munition voll wieder zurückbekommen. Also aufstocken, erneuern. Ja, dann passiv. Wir sind besser im Umgang mit Schusswaffen. Wie sich das auswirkt, keine Ahnung. Schaut mal oben rechts, da steht eine 12. Ja, das sind so Items. Dieses H-ähnlich aussehende Symbol, ja, ist ein Item, was wir immer wieder bekommen, wenn wir einen Boss besiegen. Wir können es sammeln, wofür wir das nun letztendlich eintauschen können. Ey, ich habe keine Ahnung. Und wir sehen auf der linken Seite, können wir hier durchklicken auf die ganzen Waffen, die wir bisher gefunden haben und uns die Erklärungen dazu ansehen und auch durchlesen. Das sind die Items, die wir bekommen können. Halt, Moment. Nein, wir wechseln nicht. Da habe ich jetzt zu schnell gedrückt. Ja, dann können wir hier noch sehen, welche Gegnertypen es gibt und auch hier uns die Beschreibungen angucken. Und wir können die Bossmonster sehen. Ihr seht schon, ich habe schon zwei besiegt. Ja, das Blöde ist, ich kann es leider nicht von Anfang an aufnehmen. Ich habe ja schon eine Aufnahme gemacht, die hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Da habe ich am Anfang so ein bisschen rumpalabert und das gab sehr wenig Informationen. Und der Ton war auch echt kacke. Da habe ich mir gedacht, jetzt, ach komm hier, zeig's dir einfach nochmal von gänzlich vorne. Es wird sowieso kein so intensives Let's Play sein, denn wir machen hier letztendlich immer nur das Gleiche. Ja, wir gehen das mal zum Tutorial. Der Geist hier oben sagt, was? Vergessen? Nee, Stimme kann ich erstmal nicht verändern. Da ist mein Hals ein bisschen angeschlagen, aber ist ja auch Wurst. Vergessen, wie die Ausweichrolle geht? Nein, also dann geh wieder die Treppe rauf in die Bresche. Ach so, das Tutorial kann ich ja gar nicht zeigen. Stimmt ja, ich bin ja schon weiter im Geschehen. Na ja, hier unten konnte man zumindest eine kleine Einführung bekommen. Ganz nice gemacht.
Dann gab es einen Bosskampf gegen den persönlich. Das war auch sehr schön. Und kann ich auch jedem nur empfehlen, also wer das Spiel startet, geht ruhig in das Tutorial rein. Und auf so viele Sachen müssen wir auch gar nicht achten. Das Spiel ist sehr simpel gehalten. Es erinnert sehr stark an The Binding of Isaac. Da konnte man ja auch einfach nur mit den Richtungstasten halt gehen. Und mit dem R-Steuerkreuz konnten wir halt schießen. Und so ähnlich ist das hier auch. Nur, dass wir halt noch den R1-Knopf drücken müssen, um loszufeuern. Ja, ganz kurze Einführung. Das heißt, wir haben links oben ja drei Herzen. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir ein halbes. Das Symbol rechts daneben ist ein Schutzschild. Das heißt, wir können also zusätzlich einmal mehr getroffen werden. Darunter, da haben wir blaue Patronenhülsen. Die aktivieren wir, wenn wir L und R3. Das sind also hier diese Steuerpads in der Mitte auf eurem Gamepad. Wenn wir die gleichzeitig nach unten drücken, lösen wir eine Schockwelle aus. Ähnlich wie bei dem Barbaren von Rogue Legacy, der dann immer gemacht hat, Fadafu! Und dann waren halt die ganzen Kanonenkugeln auf einmal weg. Und das ist hier halt auch so. Wir drücken das und dann sind alle Kanonenkugeln weg und wir haben Chancen, ja bessere zumindest, auszuweichen. Dann haben wir ein Schlüsselsymbol. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schlüssel, den wir mitnehmen können. Und tatsächlich ist das auch notwendig, denn wir finden hier immer wieder in jeder Etage mindestens eine Truhe und da brauchen wir auch mindestens immer einen Schlüssel. Und rechts ist dann eine Geldeinheit. Ja, also die goldenen, orangenfarbenen Patronenhülsen, das zeigt unser Geld an, was wir nebenbei sammeln können. Und links seht ihr das aktive Symbol, das ist ja unser Walkie-Talkie, können wir mit R2 aktivieren. Es ist jetzt ausgegraut, weil wir haben keine Waffe und auch keine Munition, die wir verlieren können. Weil ihr seht ja, auf der rechten Seite ist unsere jetzt derzeitige Ausrüstung angezeigt. Und wenn wir R drücken und gedrückt halten, ja, dann verschießen wir. Ja, hier mit dem Steuerpad, mit dem rechten, können wir also hier auch zielen. Und mit dem linken laufen wir. So weit, so gut. Mit dem Viereck-Button lösen wir eine Erneuerung unseres Magazins aus. Passiert auch automatisch, wenn wir jetzt hier R gedrückt halten zum Beispiel und dann nochmal R drücken. Machen wir auch die Magazinaufladung, ist aber nicht zu empfehlen. Ich kann nur zu empfehlen, hier schießen, ausweichen und immer wieder Viereck drücken. Ja, so spielt es sich meiner Meinung nach am besten. Cool ist auch bei den Marinesoldaten, wenn wir jetzt getroffen werden sollten und der sein Schutzschild verliert. Da sind wir auch schon mal hier direkt in einem Raum drin, wo es richtig heiß zur Sache geht. Habt ihr gesehen? Ich sag mal, wer das Spiel nicht kennt, der wird hier komplett überrumpelt. Das Grüne war gerade eine Mine. Wenn wir da Kontakt mit der haben oder die in der unmittelbaren Nähe ist, explodiert die und wir sind Geschichte. Naja, und ihr seht, unser Helm ist weg. Das heißt, auch unser Schutzschild ist weg. Nettes kleines Detail, hätte man nicht machen müssen, aber ist cool. Das heißt, wenn der sein Schutzschild verliert, verliert er auch seinen Helm. Irgendwie cool. Ja, dann versuchen wir mal das Ganze mal hier irgendwie... Alter, also ich muss sagen, wir haben ja wirklich ein bisschen Pech. Boah, wir haben ja richtig sehr viel Pech. Was die Gegner angeht. Weil da kommen wir hier tatsächlich in irgendwelche Räume, die auch ein bisschen schwieriger zu bewältigen sind. Ist jetzt nicht die Regel. Ich meine, klar, das Spiel ist an sich trotzdem immer schwierig irgendwie. Bis auf ein paar Quacks oder Nerds oder Freaks, die vielleicht das Spiel jetzt schon geschafft haben. Ja, wahrscheinlich noch nicht mal mit irgendwelchen speziellen Waffen. Oh, guck mal. Was für ein Pech. Da sind jetzt hier wieder ein paar Minen. Und natürlich drängen die uns in die Ecke. Oh, Alter, wie viel ist denn hier los? Wie viel zum Teufel ist denn hier los, bitteschön? Da kann ich ja nur ausweichen. Und da gibt es immer noch eine Mine, die es auf uns abgesehen hat. Ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht kriegen wir ja zumindest hier sehr viel Kohle, dass wir uns im Shop was kaufen können. Denn das Coole ist, es gibt hier in jeder Ebene mindestens auch immer einen einzigen Shop. Vielleicht gibt es in den höheren Ebenen mehr Shops. Oh, hier, guck mal, wie viel Geld das ist. Jetzt haben wir immerhin schon 19. Ja, diese grünen Teile hier, das sind Teleporter. In fast jedem Raum ist immer so ein Teleporter. Und es läuft immer so ab, wenn wir in einen neuen Raum kommen, verschließen sich die Türen hinter uns und wir müssen erstmal alle Gegner besiegen. Wenn wir das gemacht haben, können wir tatsächlich jederzeit zu einem bereits aktivierten Teleporter zurückspringen und eben unser Reiseziel verkürzen. Werde ich auch gleich mal zeigen. Aber erstmal besiegen wir hier weiter die Gegner. Und auch hier wieder ein sehr großer Raum. Es ist auch hier wieder ein sehr, sehr großer Raum. Oh, da haben wir Schwein gehabt. Ich wäre jetzt fast reingelaufen. Okay, da ist er weg. Sehr gut. Ja, jetzt spawnen wieder ein paar neue. Ah, und schon wieder.
Ah, oh, was ein Pech. Habt ihr gesehen? Da haben wir keine Chance. Da kommt genau neben uns diese olle Mine oder Bombe oder Granate. Und da sind wir einfach weg. Jetzt haben wir schon ein komplettes Herzteil verloren. Und wir sind noch nicht mal annähernd irgendwie in der Nähe des Bosses. Ja, und wir haben wirklich Pech. Also ich musste, ehrlich gesagt, in noch keinem Dungeon-Durchlauf so viele Gegner in den ersten Levels besiegen. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Und vor allem, dass auch immer so viele in einem Raum sind. Ist ja irgendwie auch der Hammer. War's das? Ja, tatsächlich. Jetzt kommen wieder die Geldeinheiten zu uns geflogen. Wir forsten den Raum weiter durch. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr gut. Was haben wir bekommen? Irgendein Zielfernrohr? Ja, tatsächlich. Genaues Zielen. Kenne ich aber nicht. Was kann denn das genau? Ein Standard-Zielfernrohr, das die Treffergenauigkeit erhöht. Okay, damit treffen wir viel, viel besser. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie den Gegner sporadisch anvisiere, zielt die Kugel anscheinend auch etwas besser auf den drauf. Ja, hier. Perfekt. Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass... Was? Wir wurden schon wieder getroffen? Ey, gibt's das? Das kann nicht wahr sein. Da willst du hier mal eine schöne Runde aufnehmen und dann ist das gleich hier so eine oh, riesen komplette Katastrophe. Ja, ausweichen, ausweichen. Ja, ausweichen können wir übrigens auch, habe ich ja komplett vergessen. Wenn wir den Kreisknopf drücken oder L1, dann machen wir so eine Sprungrolle. Und die Sprungrolle ist hier das A und O. Damit können wir nämlich den Kugeln ausweichen. Also drüber springen oder drunter springen. Auf jeden Fall durchspringen wir dann irgendwelche Geschosse. Und das ist ja sehr wichtig, dass man das irgendwie verinnerlicht. Ich habe mir angewöhnt, den Kreisknopf zu drücken, aber es wäre wahrscheinlich cleverer, das Ganze mit L1 dann irgendwie zu machen. Ja, wobei, ja nee, ich habe tatsächlich einfach den L-Knopf verinnerlicht, den Kreisknopf. Und da wäre es jetzt für mich zumindest blöd, mich da nochmal irgendwie umzuentscheiden. Ja, wobei... Ja, geht eigentlich. Vielleicht gewöhne ich mir doch an. Ach Mist! Was für ein Pech! Was für ein Pech! Ja, da fliegt natürlich genau dann das Teil runter, wenn wir auch wieder in der Nähe standen. Ja, ärgerlich. Das ist ein schlechter Durchlauf, aber den zeige ich euch trotzdem. Ist halt so. Können wir nichts machen. Und da kommen schon wieder ein paar Handgranaten. Einfach ekelhaft. Aber kannst du nichts machen. Da kannst du einfach nichts machen. Und da seht ihr zumindest, dass das Ganze... Oh, ich bin wieder... Alter, da sind wir genau wieder dort gespawnt. Na, wir sind ja nicht gespawnt, aber dort durchgelaufen, durch eine Tür, wo auch schon wieder direkt ein Gegner zu uns durch wollte. Wow, und ausweichen. Okay, hat funktioniert. Was war das? Was war das? Der konnte um die Ecke schießen, geht's noch? Der hat um die Ecke geschossen. Ey, geil, das muss ich mir nochmal in der Wiederholung angucken. Oh, und schon wieder eine Handgranate. Ja, das ist echt Mist. Also wenn es hier so weiterläuft, also ich sag mal so zum Zeigen, lohnt sich diese Runde eigentlich nicht. Weil die ist ein bisschen zu, ja, zu schlecht. Na ja, mal gucken, aber vielleicht haben wir doch noch irgendwie Glück. So, jetzt haben wir 38. Ja, der Bossraum ist schon mal auf der, ja, Seite hier. Perfekt. Dann gehe ich noch mal kurz einkaufen. Ach, geht gar nicht. Ja, hier ist eine Tür, die ist... Ja, nicht verschlossen. Das ist so eine Art Geheimgang. Können wir nur von der anderen Seite öffnen. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie ja rumlaufen und die Tür von der anderen Seite irgendwie schaffen zu öffnen, ja, nur dann haben wir eben auch die Chance, vom Barkeeper irgendwas einzukaufen. Na, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie dahin. Aber die Zeit... Ach, gibt's nicht. Das gibt es ja wirklich nicht, aber das war zumindest noch human. Da braucht man bloß drauf schießen und gut ist. Vielleicht können wir uns ja auch ein Herzteil kaufen. Oh, da gibt es sogar 2 Stück. Aber den Rest können wir uns leider nicht leisten. Ja, schade, aber zumindest sind wir nicht hier. Pass auf. Wenn ich jetzt den L2-Knopf drücke, kann ich jetzt hier mit dem Steuerkreuz tatsächlich jedes einzelne Gebiet nochmal... ja, neu aufsuchen, indem ich mich hin teleportiere. So, hier ist der Bossraum. Na, immerhin sind wir zum Boss gekommen. Oh, da ist auch noch der Maschinenkönig. Heißt er so? Ich glaube schon. Der war der schwerste. Es ist der Geschosskönig. Und jetzt könnt ihr mal sehen, was die Bossmonster hier alle so drauf haben. Oh, da kommt auch... Ja, das war notwendig. Das war notwendig.
Mist. Das ist Mist. Ah, hat er getroffen. Mist. Obwohl ich die Rolle gemacht habe. Habe ich jetzt zwar nicht verstanden, warum. Aber was willst du machen? Ist halt Pech. Ja, schon wieder getroffen. Mist. Ja, das Böse ist auch, dass wir hier keine coole neue Waffe gefunden haben. Und der Held hat auch sehr viel aus. Das ist das Problem. Ja, das... Ja, da hatte ich jetzt ein bisschen Schiss, dass wir das vielleicht nicht schaffen. Obwohl es eigentlich ganz gut aussah. Wow, 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 wow. Haben wir Schwein gehabt, okay. Ach, da würde ich ja lachen. Also wenn wir jetzt hier diesen Maschinenkönig besiegen sollten, dann lag ich ja mal richtig. Weil den habe ich die ganze Zeit nicht geschafft, nicht ein einziges Mal. Und warum zum Teufel sollte ich den jetzt schaffen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, komm mal hier nach oben. Das ist gar nicht so... Oh. Ja, scheiße. Das war Mist. Jetzt können wir bloß noch einmal uns treffen lassen. Das werden wir nicht schaffen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen. Boah, Alter. Alter. Ach, gibt's das? Gibt's das? Wir leben immer noch. Kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Wir leben immer noch, Alter. Boah, gibt's ja gar nicht. Wir leben immer noch. Boah. Ich fress ein Besen. Ich glaub's nicht. Da haben wir den geschafft. Ist ja der Hammer. Und vor allem mit einem Herzen noch. Oh, geil. Ey Leute, das kann man sich überraschen. Den habe ich noch nicht einmal besiegt. Und der war richtig schwer. Also meiner Meinung nach war es der schwerste Boss hier im ersten Level. Weil, was ihr auch noch nicht wisst, hier in diesem ersten Level gibt es drei verschiedene Bossmonster. Das war meiner Meinung nach der schwerste. Cool, habe ich den auch geschafft. Sehr geil. Und wir haben eine neue Waffe bekommen. Ein Klassiker. Oh, die kann auch permanent abfeuern. Leider hat die nicht so viel Schuss. Macht aber nichts. Oh, ich freue mich. Ist ja cool. Dann können wir gleich nochmal den zweiten Level zeigen. Ja, wir gehen eins nach unten. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, warum wir nach unten gehen. Ich dachte, das ist ein Turm. Haben wir nicht gesagt, da wurde irgendein Turm erbaut? Ist ja auch egal. Wir stiefeln auf jeden Fall nach unten. In der zweiten Ebene wird es auch ein bisschen schwieriger. Und ja, wir werden unsere neue Waffe auf jeden Fall auch gleich wieder austesten. Das ist ja ganz klar. Ja, jetzt haben wir zumindest die Chance, zweimal einzustecken. Okay, das war in Ordnung. Aber irgendwie... scheint die nicht so viel Schaden zu machen. Oder das ist generell so, dass die Gegner hier auf der zweiten Ebene einfach viel mehr aushalten können. Das weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir eine blaue Patronenhülse gefunden. Das ist soweit okay. Oh. Ja, hier sollte ich... Ach du Scheiße. Okay, geil. Wir kommen gut durch. Ah, das wäre cool, wenn wir jetzt hier bis zum zweiten... Oh. Also wenn wir hier das irgendwie schaffen, bis zum zweiten zu kommen, wäre es der absolute Hammer. Also bis zum zweiten Boss, meine ich. Nein! Oh, was war das? Was war das denn? Oh, was war das? Ja, die kann ich nicht. Die haben mich überrascht. Ich kannte die Gegnertypen nicht. Ja, das erstmal zu diesem Teil. Ja, was gibt es sonst noch Neues zu erzählen? Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit und zum ersten Teil reicht's auch aus. Und wie werde ich es machen? Ja, jetzt könnte ich tatsächlich hier jeden Tag immer eine Folge rausbringen und einfach zeigen, wie weit ich komme. Aber ist das jetzt so spannend und so prickelnd? Boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wenn ihr das sehen wollt, dann gerne. Aber vielleicht mache ich das hier bei Enter the Gungeon eher so, dass ich nach und nach, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen besser geworden, mehr zeige. Vielleicht zeige ich auch nicht immer die Runden von Anfang an, sondern eher vielleicht dann von Ebene 2, wenn ich das irgendwie schaffen sollte, jetzt permanent immer in Ebene 2 zu kommen, weil ich die Bosse auf Ebene 1 so gut drauf habe, ja, dann zeige ich die natürlich nicht mehr. Was ich aber schon noch zeige, das sind dann die anderen beiden Bosse. Da muss ich jetzt keine extra Folge machen. Also dann sage ich hier erstmal, ja, bleibt einfach mal kurz dran. Ich zeige euch gleich, wie die anderen Bosse aussehen.
Und dann sehen wir uns, ja, denke ich mal, im zweiten Teil, wenn wir auf der zweiten Ebene sind. Ja, dann habt ihr nämlich erstmal hier so einen kleinen Einblick bekommen. Ich finde, das Spiel ist richtig cool. Es ist herausfordernd. Ich finde es generell immer cool, wenn so ein Spiel, wenn man so reingeht, immer alles nach dem Zufallsprinzip generiert wird und trotzdem spannend bleibt. Ja, also wie Rogue Legacy. Das Spiel habe ich ja auch gesuchtet. Und dieses Spiel gibt mir auch das Gefühl, dass man tatsächlich hinten raus so belohnt wird mit knackigen Bosskämpfen und Erfolgserlebnissen, wo wir einfach mal anfangen auch richtig groß zu jubeln. Ja, dann werden wir später auch eine neue Charakterklasse spielen. Das aber erstmal zum Marinesoldaten. Also der hat meiner Meinung nach mehr Schuss. Das ist cool. Der hält mehr aus. Und was kann er sonst noch? Er kann die Munition einmal umsonst aufstocken. Ja, so viel erstmal dazu. Also Leute, wir sehen uns gleich bis zum zweiten Boss. Und bis dahin bleibt erstmal dran. Bis gleich. Okay, meine kleinen Shooter-Freunde, ich denke, ich setze hier doch schon an, weil ich habe jetzt hier eine schöne, rote, große Truhe gefunden und einen Schlüssel haben wir ja noch. Wir öffnen die einfach mal und da ist ein Bonbon drin. Oh, wir haben eine weitere Herzleiste bekommen, das ist geil. Magisches Bonbon erhöht unsere Werte, das ist nice. Ja, wenn wir jetzt Glück haben, sehen wir auch schon den zweiten Boss, wie der aussieht. Wenn wir Pech haben, es ist genau der gleiche und wir haben, es ist... Oh, sind die Zwillinge? Ja, wunderbar. Na, das passt ja. Ich denke, die müssten wir schaffen. Ich wechsle mal auf die neue Waffe, die wir gefunden haben. Oh, hier, schau mal. Ja, die Winchester ist schon nice. Nein, wir sind in der Ecke. In der Ecke gefangen. Das darf uns nicht passieren. Da müssen wir tatsächlich besser ausweichen. Und die Winchester, die hat eine sehr, sehr große Reichweite. Das finde ich nice. Okay, jetzt muss ich hier mich ein bisschen konzentrieren. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Auch wenn der Boss an und für sich sehr einfach aussieht, sind die aber nicht. Und wir hatten Glück mit der Waffe. Boah, jetzt habt ihr auch mal hier... Ah, diese... Ja, Spezialfertigkeit der blauen Patronenhülsen gesehen. Die heißen übrigens nichts. Sehr witzig, dass man diesen blauen Patronen nichts genannt hat. Ja, wir können also nichts auslösen und dann verschwinden eben diese... Ja, ihr seht schon, diese Kugeln hier. Da können wir nämlich jetzt so schön... die verschwinden lassen. Ja, wenn ich es zweimal gesagt habe, bin ein bisschen... Boah! Im Konzentrationsmodus. Ja, damit war's das. Okay, der war auch ziemlich einfach. Und ihr seht schon, der hat jetzt zweimal diese Sachen hier fallen lassen. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die brauche. Cool ist, dass die hier ein Herzteil gedroppt haben. Ja, wir haben jetzt hier Molotow-Werfer gefunden. Der ist aber echt scheiße. Denn, hier, schaut mal. Ich kann ihn abfeuern. Das Blöde ist, der explodiert. Wenn wir da selber reinlaufen, sind wir auch selber Geschichte. Ja, das war's für den zweiten Boss. Ich zeige euch noch ganz kurz den dritten Boss von Ebene 1. Und dann sind wir nämlich auch schon auf Ebene 2. Sollte ich jetzt per purem Zufall auf Ebene 2 weiterkommen, zeige ich es auch nochmal. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Also bleibt noch kurz dran, dann gibt es den dritten Boss und dann war es das für die Folge. Bis gleich. Und wie versprochen gibt es jetzt den dritten Gegner. Allerdings ist das eine ältere Aufnahme, denn ich habe den nicht mehr gefunden. Ne? Ich habe keine Ahnung, warum der nicht mehr spawnt. Und noch mehr Stunden investieren wollte ich jetzt auch nicht. Aber zum Glück hatte ich eine alte Aufnahme. Das ist er. So sieht er aus. Es ist Gatling Guns. Hat den coolsten Auftritt von allen drei zusammen. Hier, wie er sein Federvieh wegsprengt. Total geil. Der irre Blick, muskelbepackt. Und er ist bewaffnet mit einer riesen Gatling Gun. Deswegen heißt der auch so. Aber wir haben auch eine coole Knarre gefunden. Und ihr seht schon, mit einem Schuss nehmen wir dem richtig viel Lebensenergie ab. Macht ordentlich Schaden. Ja, die Strategie, wir gehen hier einfach immer nur im Kreis mit einer adäquaten Entfernung. Ja, so Mittelradius müsste passen. Und dann kann der uns auch kaum treffen. Und wenn der uns fast trifft, einfach eine Ausweichrolle machen und wieder schießen. Am besten ist der angreifbar, wenn der nach oben springt und sich irgendwo hin positioniert und dort stehen bleibt. Dann können wir recht lange auf den einschießen, ohne dass der auf uns schießt. Dann macht er nämlich seine Bombenattacken. Sehen wir hoffentlich nachher nochmal. Und dann ist er auch sehr schnell weg. Ja, jetzt hat er uns getroffen, weil wir zu nah dran waren. Unser eigener Fehler gewesen. Und ihr seht, der ist machbar. Ist zwar von den drei Bossen der einfachste. Jetzt springt er nach oben. Und dann ist er halt kurz angreifbar. Weil er nämlich jetzt einen Bomben auf uns schießen möchte. Ja, aber in der Zeit, wo er das macht, hat er damit auch sein Schicksal besiegelt. Und er ist damit auch weg.
Wunderbar, das war Gatling Guns, ein sehr einfacher, wie gesagt, Gegner. Auch er lässt ein paar schöne Items droppen. Wofür die sind, habe ich immer noch keine Ahnung. Und die Vögel kommen an und fressen ihn auf. Auch sehr nice. Netter Effekt zum Abschied. Der winkt nochmal. Was ich aber seltsam finde, ist, die Vögel haben auch seine Gatling Gun aufgefuttert. Wie auch immer, die das geschafft haben. Wir kriegen ein Herzteil, wir kriegen ein neues Schutzschild oder ein weiteres und ein Amunilett. Ja, dieses Amunilett, das weiß ich noch, das hat die Fähigkeit, wenn wir nichts auslösen, ne, also diese blauen Kugeln, dann setzen wir damit sogar Gegner in Brand. Sehr, sehr nice. Könnt ihr nochmal jetzt nachlesen. Ja, das war's, denke ich, aber auch für diesen Teil. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ihr Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr noch mehr sehen wollt von irgendwelchen Durchläufen, schreibt es in die Kommentare. Jo, ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß und bis zum nächsten Teil. Tschüssi!